Die Altstadt von Bamberg ist seit 1993 UNESCO-Welterbe. Sie umfasst drei Siedlungsgebiete. Die Bergstadt mit ihrer mittelalterlichen und barocken Architektur. Die Inselstadt mit ihrer hervorragend erhaltenen Altstadt. Und der Gärtnerstadt mit ihrer lebendigen Gärtnertradition. Zusammen umfassen diese Gebiete 142 Hektar. Mein Name ist Antonia und ich mache mein FSJ beim Zentrum Welterbe Bamberg. Was ist das Zentrum Welterbe Bamberg überhaupt? Das Zentrum Welterbe ist die zentrale Koordinierungsstelle für alle Fragen rund um das Welterbe Altstadt von Bamberg. Wir setzen die UNESCO-Welterbekonvention hier vor Ort um und setzen uns mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Tourismus, aus dem Baureferat, vom Bildungsbüro, von der Uni und von anderen Institutionen regelmäßig an einen Tisch, um die Belange des Welterbes zu vertreten. Jetzt stellt sich noch die Frage, was ist das Welterbe-Besucherzentrum? Das Welterbe-Besucherzentrum hat im April 2019 seine Tore geöffnet, ist also noch ganz neu. Es dient als Lesehilfe für die Altstadt von Bamberg. Wenn ich mir die Ausstellung angeschaut habe, verstehe ich viel besser, wie Bamberg entstanden ist, wie Bamberg sich entwickelt hat und wie heute alt und neu zusammenspielen. Die Ausstellung folgt einem sogenannten Design-for-All-Ansatz. Das heißt, sie ist für alle Alters-, aber auch Vorwissensstufen geeignet. Oftmals besuchen Bambergerinnen und Bamberger sie mit ihren Familien oder auch Gästen. Denn anhand der Ausstellung kann ich wunderbar die Stadt erklären. Wenn wir das sehen, freut uns das natürlich, denn genau so ist die Ausstellung gedacht. Jeden Montag setzen wir uns zu einem Teammeeting zusammen, reflektieren die letzte und besprechen die kommende Woche. Ein Teil der Aufgaben ist Social Media. Darunter fällt Facebook-Posts zu erstellen, welche sich immer um das Thema Welterbe drehen. Außerdem bespielen wir regelmäßig unseren Instagram-Account. Hier posten wir verschiedene Beitragsreihen rund um Bamberg. Unsere Story füllen wir fast täglich mit verschiedensten Momentaufnahmen, Behind-the-Scenes oder Interaktionen mit anderen Seiten. Wenn Belange rund um das Welterbe Bamberg in Zeitungen, Presse oder Online-Artikeln erscheinen, archivieren wir diese, um sie später gesammelt wiederzufinden. Bei Neuigkeiten, die von uns ausgehen und verbreitet werden sollen, wie der OWHC-Video-Wettbewerb, schreiben wir eine Pressemeldung und schicken diese raus. Da unsere Webseite das Welterbe repräsentiert, bespielen wir diese immer mit den neuesten News. Wenn nicht gerade Pandemiezeiten sind, empfangen wir hier in Bamberg internationale Delegationen, veranstalten zum Beispiel den Welterbetag und geben in unserem Besucherzentrum Führungen. Das kann auch dein FSJ sein.